Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kinderlachen TV. Die letzte Folge war am Samstag bei wunderschönem Sonnenschein und wir haben immer noch in Deutschland und auch hier in Österreich wunderschönes Wetter. Und wir möchten euch wieder so eine gute halbe, dreiviertel Stunde unterhalten mit wieder ganz neuen Gästen aus verschiedensten Bereichen und die wir jetzt mal herzlich hier. Ich begrüße einmal eine Kinderlachen-Freundin seit 3 Jahren, die auch bei den Kinderlachen Golf Open bereits immer dabei war. Herzlich willkommen, Yvonne de Barck. Dankeschön, yay! Hallo Yvonne, wo bist du gerade? Ich bin in der Nähe von Köln in meinem Homeoffice. Ja. Mir schön eingerichtet habe und schön gemütlich gemacht habe. Und gerade bevor wir online gegangen sind, habe ich noch meine Yogamatte von da hinten weg aus dem Bild, weil das fand ich jetzt doof. So. Okay. Die sieht man aber, glaube ich, über die auf dem Boden. Das Katzenklo habe ich auch weggeschoben, nur für euch. Hast du mehrere Tiere? Silberfische und ein paar Spinnen. Nee, ich habe, ja, wir haben Fische, ja, wir haben Goldfische. Also so. Goldfische. Aquarium. So ein Aquarium. Okay, gut. Ja. Dann gehen wir weiter ein bisschen Richtung Westen von Köln und wir begrüßen den Klinikleiter des Dortmunder Westfälischen Kinderzentrums, Dr. Dominik Schneider. Hallo, Herr Schneider. Ja, hallo. Wie geht's? Gut. Wie geht's? Die Frage ist ja, die man jeden Arzt gerade stellt. Wie geht es Ihnen? Ja, uns geht's gut. Wir genießen auch das tolle Wetter und es ist in der Klinik in der Tat ein bisschen besondere Lage, weil wir in Vorbereitung der Corona-Infektion, Corona-Epidemie, ja ganz große Vorkehrungen gestellt haben, angefertigt haben und es ist erfreulich so, dass wir im Moment in den deutschen Kinderkliniken noch wenige Kinder mit der Infektion sehen. Super, da kommen wir auch gleich zu, weil ich habe auch einige Fragen schon vorab zugemeldet bekommen und ich persönlich habe auch ganz viele Fragen gerade an Sie. Und jetzt gehen wir Richtung weiter Süden von Dortmund, wir gehen Richtung hessischen Bereich, wir begrüßen unseren Kinderlachenbotschafter seit 3 Jahren, und den Ex-Manager von Michael Jackson. Hallo, Dieter Wiesner. Hallo. Hallo, grüß dich, Dieter. Wie geht's Hallo. Dir, Dieter? Bist du gesund? Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Hallo? Bist du gesund, frage ich. Ich bin gesund. Okay, bei dir. Ich sitze hier bei mir im Büro. Ja. Ich bin gesund. Ich sitze bei mir im Büro. Und so gibt es keine Zusammenkünfte mit anderen Leuten, also keine Gefahr. Du hältst dich genau an die Vorschriften, die Politiker ja seit Wochen uns predigen. Genau das mache ich. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das im Moment wirklich ernst zu nehmen. Und ja, deshalb halte ich mich an diese Vorschriften. Und ich fühle mich hier ganz wohl, allein im Büro. Sehr schön. Ich weiß, ich bin ja schon ein paar Mal da gewesen, du hast ein wunderschönes Büro. Und jedem Michael Jackson-Fan würde das Herz aufgehen, da mal reinzukommen. Und man sieht im Hintergrund, sieht man so einige Sachen. Deswegen, aber schön, dass du gesund auch dabei bist bei uns. Und dann gehen wir wieder leicht in den Norden rein. Wir gehen zu Marc Peine. Marc, wo befindest du dich gerade? Zu Hause oder im Kinderlachenbüro? Ich bin gerade zu Hause, ganz in der Nähe wieder von Dortmund. Und ja, ich grüße auch alle. Grüße und freue mich, dass wir alle gesund da sind. Hallo. Wir beide haben ja regelmäßig Kontakt. Und wie ist gerade die aktuelle Situation bei Kinderlachen? Wie sieht es gerade bei uns aktuell aus, Marc? Ja, es ist so wie in den letzten Tagen auch. Wir hatten heute wieder eine sehr, sehr intensiven Austausch telefonisch, an dem du ja auch teilgenommen hattest mit jemandem, wo wir mit dem Tim Kocht und der will uns da halt auch schulen in den nächsten Wochen und Monaten, wie wir halt auch gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Und da bin ich guter Dinge, dass wir da ganz gestärkt auch hervorgehen. Und alle aktuellen Themen, sei es das Thema mit jedem Kind sein eigenes Bett, läuft natürlich weiterhin. Und POCO bietet das Ganze jetzt auch online an und insofern ist das Ganze da halt oder ist für alle gesorgt. Ja, da kommen wir nachher auch nochmal zu, dass wir weiterhin ihre Hilfe benötigen. Und da kann Marc nachher noch einiges andere sagen und aber auch Herr Schneider, wo wir jetzt gleich mal zukommen. Herr Schneider, jetzt aktuell die Frage, wie sieht es im Klinikalltag bei Ihnen aus? Haben Sie Patienten
bei sich im Kinderklinikum, die an Corona erkrankt sind? Oder wie ist es gerade bei Ihnen aktuell der Stand? Also im Moment ist es tatsächlich sehr ruhig. Wir haben im Moment keinen Patienten mit Corona. Wir haben aber auch unsere ganzen Ambulanzen total runtergefahren, weil wir auch die Patientenwege total getrennt haben für infektiöse Patienten und für unsere normalen chronischen Patienten. Wir haben ja hier an der Klinik viele Kinder, die schwere Erkrankungen haben, Leukämien, Tumorerkrankungen, rheumatische Erkrankungen oder auch Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, Behinderungen. Und die müssen wir natürlich komplett getrennt halten von den Infektionspatienten. Und man muss ja auch sich mal vor Augen führen, dass wir jetzt eigentlich am Anfang erst der ganzen Welle stehen. Wir haben das jetzt Gott sei Dank geschafft in Deutschland durch diese Maßnahmen. Also vielen Dank auch an alle, die da mitmachen, auch Herrn Wiesner und alle, die jetzt zu Hause bleiben, dass wir wirklich diese Infektionskette wirklich total verlangsamt haben. Ich hatte jetzt nochmal in Vorbereitung für das Gespräch heute nochmal die Daten für Kinder aus den letzten 3 Wochen zusammengefasst, die das Robert-Koch-Institut zusammengestellt hat. Und da ist die Zuwachsrate von 20% auf unter 5% jetzt gefallen. Das ist also wirklich ein super Erfolg. Dementsprechend bei uns im Moment leer. Ja, okay. Da freuen wir uns drüber, wobei es natürlich komisch ist, eine halbe Klinik zu haben, aber dafür können wir uns um die Kinder, die bei uns sind, mit schweren Erkrankungen dann umso besser kümmern. Man sagt ja im Prinzip, man soll die Jungen von den Älteren, von denen die Vorerkrankungen weghalten. Wenn jetzt ein Kind, was bei Ihnen liegt und eine gewisse Vorerkrankung hat, die haben in der Onkologie halt sehr viele Patienten. Sagen Sie, da wäre der Krankheitsverlauf genauso extrem wie bei einem älteren Menschen, bei einem 80, 90? Sagen Sie, nee, das ist wieder eine ganz andere Sache. Also letztlich weiß es keiner. Ne? Also es gibt wenig Daten aus der Literatur dazu. Man weiß, dass Kinder insgesamt deutlich besser mit dem Virus zurechtkommen als Erwachsene und auch als Leute, die etwas älter sind, also ungefähr eine Woche älter als ich. Also ältere Menschen kommen da nicht so gut mit zurecht. Aber Kinder schaffen das besser. Offensichtlich auch Kinder, selbst wenn sie Vorerkrankungen haben. Also ich habe jetzt gehört von einem Kind, das eine schwere Lungenerkrankung hat, eine Mukoviszidose, das offensichtlich den Virus gut weggesteckt hat. Und ich habe heute gehört von einem Kind mit einer Leukämie, oder mit einer Leukämie, das jetzt in Tübingen auf der Intensivstation ist, aber trotzdem jetzt auch eigentlich sehr gut die Infektion bisher verkraftet. Da haben Kinder offensichtlich größere Reserven als Erwachsene. Das ist also erfreulich. Okay. Und ich habe auch einige Freunde und Kollegen in Italien, Norditalien, die jetzt wirklich in dem Hotspot der Infektion sind und die sagen auch, dass sie Gott sei Dank es geschafft haben, durch diese Vorsichtsmaßnahmen die Kinder zu schützen und dass auch wenige Kinder da sehr schwer erkrankt sind. Aber auch hieran können Kinder sterben. Okay. Ich habe jetzt gerade eine Frage von einem unserer Zuschauer bekommen, von Uli Sieweker aus der Nähe von Dortmund. Der schreibt gerade, haben Sie Erfahrungen mit häuslicher Gewalt bei Kindern während der Corona-Krise? Man liest ja in den Medien immer, dass es steigen würde. Wie sehen Sie das oder kriegen Sie auch was mit von sowas? Das ist eine total wichtige Frage und wir versuchen jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin ganz bewusst dieses Thema nach vorne zu bringen. Ich weiß, dass unser Jugendamt weiterhin Betreuung hat. Wir haben unser Kinderschutzteam hier an der Klinik auch wirklich eher aufgestockt und wirklich eher jetzt sehr offen gehalten. Das ist etwas, wo wir gar keine Abstriche gemacht haben. Aber wir haben jetzt keine außergewöhnliche Zunahme an Gewalt an Kindern, wobei das ja leider wirklich sowieso ein chronisches Thema ist. Ja. Okay, sehr gut. Das hört sich erstmal positiv an. Yvonne, die meisten unserer Zuseher kennen dich als Schauspielerin. Wir haben es gerade schon gesagt, in sämtlichen TV-Serien, TV-Filmen mitgespielt, sei es bei Unter uns, sei es bei Hallo Robby, sei es bei Der Alte, bei ganz, ganz vielen Formaten. Aber du machst das ja nicht nur, sondern du bist auch eigentlich hauptsächlich Coach gerade, korrekt? Ich bin hauptsächlich Coach, also ich bin Trainer für Körpersprache, habe mich jetzt spezialisiert, Leuten zu helfen, wie sie in Videokonferenzen richtig wirken und souverän auftreten können und der Bildausschnitt und das Licht und so weiter.
perfekt gesetzt werden kann. Das wird jetzt immer wichtiger und ist für viele ein fremdes Medium. Und man kann aber sehr, sehr schnell, sehr schön Vertrauen aufbauen. Und das ist im Moment das Einzige, was wir haben, wie wir Kontakt halten können. Und die Trainerbranche hat sich auch komplett verschoben. Viele Trainer sind jetzt nur noch am Motivieren. Also die sind, die haben ihre Gabe, etwas weiterzugeben, haben sie ein bisschen umgeschoben und motivieren Leute, sagen, geben den Mut, sprechen den Mut zu und geht eher in die, ja, dieser Zusammenhalt, auch wenn jemand was ganz anderes geschult hat. Viele benutzen ihre Community, um da was zu erreichen, um die Leute zusammenzuhalten, um die zu motivieren, auch drin zu bleiben, um denen auch Informationen zu geben. Also es ist schon toll, was alles passiert. Ich bin schon stolz auf meine Kollegen. Glaubst du, dass wenn jetzt mal in ein paar Wochen oder ein paar Monaten sich, was wir alle hoffen, der Alltag wieder einkehrt zum normalen Leben, glaubst du, dass das ein Instrument ist, was wir jetzt ja auch machen, was ja viele Menschen gerade machen, diesen Livestream und dieses mit FaceTime etc., dass das gerade speziell bei euch im Job mehr eingesetzt wird und das andere ein bisschen ersetzt? Oder sagst du, nein, das wird nicht ersetzt? Doch, es wird auf jeden Fall. Jetzt haben viele sich auch die Technik angeschafft, um das richtig, man kann es richtig schön machen. Man kann den Ton so machen, dass du das Gefühl hast, dass ich bei dir im Wohnzimmer bin. Das ist schon mal eine Nähe, die man herstellen kann und man spart natürlich viel Zeit und dadurch auch Geld und das kann man wieder in was anderes investieren, wie zum Beispiel Kinderlachen e.V. Ja, ein gutes Stichwort, wie zum Beispiel. Das heißt, man spendet das Geld, was man spart bei den Coachings? Nein, bei den Reisen, bei den Wegen. Das gilt ja nicht nur für Coachings, das gilt ja für alle. Weißt du, fährst du 2 Stunden von München nach Stuttgart, die 2 Stunden hin und zurück kannst du dir sparen, wenn du eine Videokonferenz machst, wenn du weißt, wie es richtig geht und wenn alle wissen, wie es richtig geht. Und die 4 Stunden kannst du wieder in was anderes investieren. Ja, okay. Also ich finde das schon wichtig. Und ich finde, deswegen meine Frage an den Marc wäre noch gewesen, wie ist denn der Weg, die erstärkt herauszugehen aus der Krise? Das würde mich echt interessieren. Was geht ihr für Wege, was schlagt ihr für Wege ein? Wie können wir euch helfen? Also ich glaube, da ist was Wahres dran, dass wir komplett umdenken müssen. Veranstaltungen, von denen wir ganz, ganz lange und viel immer wieder neu auch profitieren, das müssen wir über Bord werfen. Das wird nicht mehr so sein wie früher. Und neue Wege in der Form, was du angesprochen hattest, wie dass da ein Teil der Seminargebühren vielleicht dann auch wirklich in solche Zwecke abgeführt werden können. Das ist etwas, wo wir natürlich auch extrem dankbar sind, das Ganze dann auch mit umzusetzen und dass diese Social Distancing, was ja alle im Prinzip gerade beherzigen, da liegt eine ganz, ganz große Chance für neue Wege, an die man in den letzten Jahren einfach nicht gedacht hatte. Und da müssen wir gucken, mit allen zusammen, auch mit Neuen. Es kommen Neue auch auf uns zu, die sagen so, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ihr auch so maßgeblich betroffen seid. Und dass man da gemeinsam Ideen entwickelt, wie man auch den sozialen Bereich wieder gestärkt auch aus dieser Krise dann bekommen kann. Ja, das ist... Herr Schneider, wollte noch was... Ja, ich würd gerne einen Kommentar dazu einwerfen. Ich habe total Probleme mit dem Wort, mit dem Begriff des Social Distancing. Denn eigentlich geht es darum, dass wir social, also sozial nah bleiben. Es geht darum, dass man sich physikalisch distanziert. Es ist ein Physical oder Infection. Stimmt. Gut. Social needs to be close. Ja. Also wir hatten heute... Und deswegen die Kunst ist, trotz der physikalischen Distanz trotzdem netter zu bleiben. Und ich finde zum Beispiel, meine Erfahrung ist, wenn ich mal einkaufe, ja, ich gehe noch manchmal einkaufen, dass es viel netter ist im Supermarkt, man sich mit den Kassierern viel netter unterhält, obwohl man 2 Meter weg ist. Und darum geht es eigentlich in der ganzen Krise. Und dann kann man da auch einen positiven Benefit rausziehen. Ja. Finde ich super, was Sie sagen. Finde ich ganz toll. Jetzt, wo Sie sagen, ist mir das auch, das wird mir richtig klar. Ich weiß es zwar jeden Tag, wenn ich mal einkaufen gehe, dass die Menschen wirklich freundlicher sind. Man lässt einem Vortritt. Das kann sein, man Angst hat, sich nicht anstecken zu wollen. Klar, das ist möglich.
Aber ich habe, ja, aber ich habe das Gefühl, wirklich, man geht vorsichtiger, behutsam miteinander um. Und das, aber so wie es gesagt hast, mit dem Social Distancing, ja, stimmt, ist was dran. Das ist eigentlich physikalisch eher. Physical Distancing nennen. Ja. Genau, sonst ja, ein neues aber, Wort ja, von mir. Wir hatten heute Morgen bei diesem Workshop, hatte jemand das Wort, nämlich der Tim, geprägt, Fernwärme statt Social. Das ist ja, glaube ich, richtig gut. Ja. Ja, auch sehr schön. So. Wir kommen zu dir, Dieter. Du bist jemand, du hast sehr, 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 sehr enge Kontakte in die Vereinigten Staaten. Liegt daran, weil du jahrelang Michael gemanagt hast, Michael Jackson, King of Pop, und hast immer noch den Kontakt zur Jackson-Familie, zu der Mutter, zu den Geschwistern. Wie ist die Lage vor Ort? Was bekommst du mit aus den Vereinigten Staaten? Ich habe die letzten Tage natürlich sehr, sehr viele Gespräche geführt. Die meisten gehen nach Los Angeles, aber auch New York. Habe ich sehr, sehr gute Kontakte und sehr, sehr viele Bekannte. In New York ist glaube ich, im Moment wirklich pur. Den Leuten, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, da ist wirklich pure Angst. In Los Angeles ist es etwas entspannter, aber die haben begriffen, dass es kein Spaß ist. Die haben begriffen, dass es nicht runtergespielt werden kann. Also durch die Bank, alle, mit denen ich rede, würden am allerliebsten rausfliegen nach Deutschland, weil angeblich hier besser reagiert wird. Und keiner weiß richtig, wie das weitergehen soll dort. Also Los Angeles ist etwas entspannter, aber New York ist wirklich ganz schlimm im Moment. Okay. Wie geht Michaels Mutter, ist ja auch schon mittlerweile älter. Sie geht ja auch schon auf Mitte 80. Wie geht's ihr? Geht's ihr gut? Also ihr geht's im Moment sehr gut. Sie hat auch nicht so ganz verstanden, was da passiert eigentlich. Aber die wohnt sehr weit außerhalb von Los Angeles. Sind fast 3 Stunden. Da ist ganz, das ist nur eine kleine Siedlung. Und ich denke, da ist er eigentlich sehr, sehr gut geschützt. Okay. Und alle Kinder bleiben natürlich fern, bis auf ihre Tochter, die zusammenleben dort. Also ich denke, da ist er eigentlich auf der sicheren Seite. Okay. Jetzt, wenn man jetzt so 19 Jahre zurückdenkt, 9-11, jeder, glaube ich, der in der Runde sitzt und auch unsere Zuseher wissen, wo sie am 11. September waren, als die Zwillingstürme von New York eingestürzt sind. Jetzt kriegt New York wieder die komplette Breitseite erwischt. Du warst damals in New York, weil ihr 2-3 Tage vorher hattet ihr das 30-jährige der Jackson-Jubiläum im Madison Square Garden gefeiert, ein Riesenkonzert, und Michael war mit dir damals in New York. Wie hast du das erlebt? Das war, glaube ich, das nächste einschneidende Erlebnis nach den letzten Wochen hier. Also ich war mit ungefähr 15 Leuten, die ich von hier mitgebracht habe, auf den Türmen. Wir waren ganz oben, da wo die Antennen sind. Und an dem Tag, wo wir dort waren, es war ein Tag davor, habe ich zu den Leuten gesagt, wenn hier mal was passiert, aber ich habe an so kleine Flugzeuge gedacht oder ein Feuer oder etwas, das war, da kommt niemand raus. Das war ein ganz bedrückendes Gefühl, da hochzugehen. Es sind mehrere Aufzüge, man muss da hochfahren, umsteigen, wieder hochfahren, und wir hatten dort Verträge gemacht und die sollten wir am nächsten Tag dann unterschreiben. Da ging es um Merchandising, und ich war dann mit dem Anwalt von hier ungefähr 2 Blöcke entfernt von den Häusern, als die erste Maschine einschlug. Und vor Ort hat man es gar nicht richtig gemerkt. Und wir sind dann weitergegangen und wir waren vielleicht 10 Minuten von den Türmen entfernt, und da kam die zweite Maschine. Dann mussten wir zurück, dann sind wir zurückgegangen, und wir haben dann eigentlich in den Schaufenstern erst gesehen, im TV, was da eigentlich passiert. Man konnte es eigentlich gar nicht realisieren. Man hat Glitzer gesehen, das waren die Scheiben, die rausgeflogen sind. Man konnte es eigentlich gar nicht glauben, was da eigentlich passiert. Und okay. Wir wollten zurück ins Hotel, aber kein Taxi, nichts mehr, hat einen mitgenommen. Und so waren wir dann, ich war dann über eine Woche, wir konnten nicht rausfliegen. Wir sind dann zurückgegangen und haben dann den Michael sofort aus den Häusern rausgeholt. Wie habt ihr dann, es ging ja keine Maschine aus New York, wie habt ihr dann Michael Jackson von New York wegbekommen? Wir haben ihn erst
aus New York direkt raus nach New Jersey gebracht. Und dann 6 Tage später ist er dann mit dem Bus, wir hatten einen speziellen Bus, den war sein Reisebus, zurückgefahren nach Los Angeles, die ganze Strecke. Er wäre nie mehr in eine Maschine eingestiegen. Okay. Auf keinen Fall. Jetzt war, jeder weiß das, Michael war immer da. Es gab damals 1999 das Konzert im Olympiastadion und zeitgleich in Südkorea für den guten Zweck. Er hat immer ein Riesenherz gehabt, er hat dann geholfen. Jeder kennt, ich habe das Ding gerade an, USA for Africa hat er ins Leben gerufen für die Hungersnot in Afrika. Du hast über 10 Jahre mit ihm zusammengearbeitet, ganz eng. Wie würde Michael, was glaubst du, wie würde er heute reagieren, wenn er noch leben würde und wir das mitbekommen, was gerade in der Welt passiert? Er hat ja immer dafür gekämpft, dass die Welt zusammenhält. Er hat immer dafür gekämpft, Vorsorge zu treffen. Wenn sowas passiert wäre jetzt, wie in diesem Falle, erstens wäre er von der Ranch nicht mehr runtergegangen. Ich glaube, er hätte sich an alles gehalten und hätte alles getan. Ich denke, das Erste wären Spenden gewesen. Das Erste wäre gewesen, wem kann er jetzt helfen? Das wäre das Erste gewesen. Nach 9/11, als das passiert ist, hat er ja dann den Song What More Can I Give gemacht. Das war zu dem Zweck, die ganzen Gelder zu spenden wieder. Das war eigentlich sein Leben. Ja. Aber es hätte ihn tief geschockt. Okay. Ja, wir sind ja mit Kinderlachen, wir sind dir dankbar, wir sind Michael dankbar. Wir haben im letzten Jahre auch extrem profitiert von vielen Sachen, die wir versteigern durften für hohe Summen. Also sind wir beim nächsten Thema im Prinzip. Herr Schneider, wir, Marc, Sie und ich sind ja jetzt seit Jahren eng freundschaftlich verbunden. Wir dürfen Ihnen immer helfen. Wir haben da sehr kurze Wege. Wie wichtig ist im Prinzip für die Kinderklinik Dortmund, für Sie mit Kinderlachen als Partner, Sie dabei zu haben und zu wissen, dass wir immer für Sie da sind? Ja, das ist für uns immer eine tolle Hilfe. Also es sind zwei Dinge. Einmal auf der Projektebene. Natürlich, das Weihnachtsprojekt ist immer super schön. Und im letzten Jahr gab es ja auch ein ganz tolles neues Projekt mit der Tiertherapie, die Kinderlachen unterstützt hat, auf der Station für chronisch kranke Kinder und behinderte Kinder. Das ist wirklich ein super Projekt. Leider gerade pausiert wegen Hygienerichtlinien. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Unsere Kampfrudel dürfen nicht vorbeikommen und die Koronen wegwischen. Ja, vielleicht können Sie den Leuten, den Zusehern kurz erklären, was wir über einem Jahr im Prinzip machen. Was ist diese Tiertherapie genau? Wir haben eine Tiertherapeutin, Frau Terhürne. Das ist eine Kinderkrankenschwester und Tiertherapeutin. Die hat quasi einen halben Zoo bei sich auf dem Hof. Und die kommt mit 2 Pudeln, einem Kaninchen und anderen Tieren, manchmal auch mit ihrer Rennschnecke, wie hieß sie noch, Turbo, Rennschnecke Turbo vorbei und macht dann Tiertherapie-Stunden auf der Station oder bei uns im Therapiegarten. Und das soll den Kindern Möglichkeiten geben, einmal so ein bisschen aus der Stresssituation herauszukommen. Aber wir sehen gerade auch bei Kindern, die Kontaktstörungen haben, Spastik oder Ähnliches, dass sie dann auch durch den Kontakt mit den Tieren total entspannen. Und das sind regelmäßige therapeutische Angebote, die gerade die Kinder natürlich sehr nutzen, die dann vielleicht über Wochen oder Monate manchmal auch bei uns sind. Da hatten wir ein kleines Mädchen jetzt gehabt, das war Donnerstagnachmittag immer das Highlight gewesen. Jetzt mal ganz kurz für mich als Laie, eine Rennschnecke, die Turbo heißt. Was macht die Rennschnecke bei Ihnen? Was für eine Krankheit, für was für ein Kind ist sie da? Ja, Rennschnecke natürlich. Nee, also der Name ist Programm, das ist eine große Achatschnecke, die ist ungefähr so groß mit so einem Gehäuse und die ist schon vergleichsweise für eine Schnecke relativ schnell. Und die setzt Frau Terhürne vor allem bei sehr unruhigen Kindern ein. Also sie setzt das in anderen Setting dann auch bei Kindern ein, zum Beispiel mit ADHS, also diesen Hyperaktivitätserkrankungen. Und damit kommen die Kinder zur Ruhe. Ich würde ja einem Kind, das eine hohe Aktivität hat und nicht zur Ruhe kommt, würde ich ja nie eine Hummel in den Hintern schieben, sondern würde immer etwas Beruhigendes geben. Nicht die Pudel auf den Hals setzen, die sind so quirlig, dann nimmt die Hyperaktivität nur zu. Das heißt, es ist quasi zur Ruhe kommen. Und wenn man so eine Schnecke hat, dann ist man, dann kommt man schon ein bisschen mehr zur Ruhe.
Und okay. andere Kinder, die halt eher verkrampft sind oder auch Kontaktängste haben, die profitieren natürlich total von den Hunden, die einfach total verspielt sind oder das Kaninchen, das sie auch dabei hat, das, das ist auch so als Kuscheltier auch zum Kontaktaufbau sehr gut. Wir haben leider zwei Probleme. Das saubere Hautschwein darf nicht auf die Station, da war das Gesundheitsamt dagegen. Und der Esel, den sie auch hat, der traut sich nicht in den Aufzug. Und wir sind im 7. Stock. Und mit dem können wir auch nicht in den Garten, dann wird er uns im Garten auffressen. Also da sind wir, haben wir gewisse Begrenzungen, aber immerhin kommen wir schon mit einem kleinen Zoo vorbei. Ja, wir freuen uns, dass wieder, wir haben es ja erweitert, bei Ihnen fing ja die Geschichte von Kinderlachen damals fast vor 20 Jahren an. Und jetzt immer wieder weiter. Jetzt haben wir seit einem Jahr, Marc war, glaube ich, schon zweimal da, die Tiere kennengelernt. Ne, Marc, ist doch richtig, ne? Du warst schon zweimal da und hast die Tiere begrüßen dürfen. Kennst du auch die Rennschnecke? Ja, kennst du die? Kennst du die Rennstrecke? Die Rennschnecke? Nur aus der Erzählung. Also wir haben da ja auch noch ein bisschen Schwierigkeiten leider mit den Gesundheitsämtern. Herr Schneider, wir arbeiten da ja dran, dass dann halt Schnecken, Esel und Ponys da vielleicht dann wirklich auch mal rein dürfen. Ansonsten sind wir da mit den Pudeln und mit den... Hat Angst vorm Aufzug. Ja, das nicht. Ja, okay, ja. Ja, und die Gesundheitsämter, die stehen ja da auch so ein bisschen noch leider im Weg. Aber da arbeiten wir dran. Das sind dicke Bretter, die wir da weiter bohren. Und die sind ganz, ganz... lieb. Also wenn man die so streichelt, dann ist man sofort in so einem anderen Modus unterwegs. Und wenn die Kinder dann dabei sitzen und das ist alles so wuschelig und so knuffig. Auch immer meine Schnecken streichelt draußen im Garten, die Nacktschnecken. Die haben ja Goldfische, immerhin. Aber die kann man schlecht streicheln. Aber die, also ich muss auch mal eine Lanze fürs Gesundheitsamt brechen. Das ist natürlich für ein Gesundheitsamt. Und für ein Veterinäramt ist das natürlich auch wirklich ein Sprung über einen eigenen Schatten. Und die haben uns eigentlich dabei total gut unterstützt. Und dass sie natürlich auch sagen, das ist der Korridor, in dem das geht, das finde ich ist auch vernünftig. Wenn das Gesundheitsamt nicht eine Aufsichtsbehörde wäre, dann hätten die ja auch ihren Job verfehlt. Also das finde ich okay. Sie sagten gerade zwei Dinge, Herr Dr. Schneider. Was ist die andere Sache? Ja. Sie sagten gerade zwei Dinge, muss man dazu sagen, bei Kinderlachen mit der Kooperation mit Ihrer tollen Klinik. Ja, einmal ist natürlich, also das einmal ist halt die Tiertherapie, das ist ja sozusagen unser Dauerprojekt und das andere sind natürlich die tollen Besuche zu Weihnachten und dies Jahr ja leider nur als Fernbesuch über Ostern, wo Sie auch immer noch mal bei den Kindern, die an den Feiertagen vorbeikommen, also bei uns sein, müssen auch mal vorbeikommen, auch noch Geschenke haben, gerade Weihnachten am Heiligabend, das ist immer toll. Und es ist ja auch immer eine große Runde, die dann auch vorbeikommt und auch den Kindern zeigt, dass jemand an sie denkt. Und das, die zweite Ebene neben diesen Projekten finde ich auch bei allen Sachen, die für die Kinder in den Kliniken gemacht wird, das ist auch nochmal so ein Lebenszeichen von außen in die Klinik hinein, dass den Eltern und den Kindern auch signalisiert wird, außen wird an euch gedacht, ja, und das Leben geht auch außen weiter und andere machen was für euch. Das, finde ich, ist halt auch ein Zeichen der Solidarität. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn solche Aktionen in Gang kommen. Und es geht nicht nur um die reine Spende, sondern auch, dass vermittelt wird, es gibt andere, die mit mir leihen, die mich unterstützen, die Mitleid haben. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Zeichen. Und deswegen haben wir ja gerade gesagt, dass bei uns jetzt die letzten Wochen, hatte Marc ja gerade das schön auch nochmal erläutert, das Spendenaufkommen ist leider jetzt, geht leider runter, verständlicherweise. Die Menschen sind vorsichtiger geworden, die Firmen auch. Aber Herr Dr. Schneider, jetzt mal, Sie sind jetzt einer von ganz vielen Profiteuren, die wir in Deutschland und Österreich mittlerweile haben. Aber vielleicht nochmal, können Sie vielleicht einen Appell an unsere Zuseher machen, wie wichtig es ist, dass wir weiterhin helfen müssen, weil die Kinder sind weiterhin krank, brauchen Hilfe trotz Corona. Jetzt war der Ton weg. Ja, Appell mache ich gerne. Ich glaube, gerade in der Zeit, wo wir jetzt alle eine Unsicherheit haben und auch wirklich auch viele Menschen ja auch krank sind, gibt es ja immer noch die schweren Erkrankungen für Kinder und ihre Familien. Und das ist immer, wenn ich zum Beispiel an Kinder denke, die eine Krebserkrankung haben oder wo ein Kind
schwer behindert ist. Das ist immer eine existenzielle Krise der ganzen Familie. Und nur weil jetzt Corona in der Welt ist, hören diese Erkrankungen nicht auf und hören diese Krisen nicht auf. Im Gegenteil, es wird noch viel schlimmer, denn zu der ganzen Erkrankung und der ganzen Sorge um das Kind kommt jetzt noch die Sorge hinzu, was ist, wenn jetzt auf einmal Corona noch hinzukommt. Das heißt, die Familien sind eigentlich noch viel mehr belastet als vorher und deswegen ist die Hilfe umso wichtiger. Und deswegen wirklich auch die Bitte, Kinderlachen auch weiter zu unterstützen, unsere Klinik weiter zu unterstützen. Und wenn Sie wissen, ob in Ihrer Familie, in Ihrer Nachbarschaft irgendjemand ist, wo ein Kind schwer krank ist, das in der Klinik ist oder das geschützt werden muss, oder wenn Sie alte Leute haben in der Nachbarschaft, machen Sie einfach Nachbarschaftshilfe. Das ist total super. Da können Sie wirklich viel eine große Hilfe machen und die schützen. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Wir werden, oder Marc hat ja den direkten Draht zu Ihnen, zur Klinik. Wir werden Sie weiter unterstützen. Nicht wahr, Marc? Ja, Marc, du hast den Finger. Ja, ich habe eine Wortmeldung auch noch. Im Prinzip gerade noch zu dem Corona-Bereich. Die wollte ich noch losgeworden sein an Herrn Schneider. Nämlich, auf wen hören Sie momentan in der aktuellen Zeit? Sind das eher so die Virologen oder sind das Mediziner? Wem vertrauen Sie da momentan? Weil das Virus ja extrem neu ist. Und woher kriegen Sie Ihre Infos? Oh, das ist eine super Frage. Also das Problem ist, dass es so wenig gute Informationen gibt. Für die Laienbevölkerung empfehle ich wirklich diesen Podcast von Herrn Drosten, der auf NDR läuft. Das ist ja der Virologe von der Charité. Das ist sozusagen der Corona-Experte. Der erklärt das auch wirklich sehr gut. Ich glaube, das kann man auch als Nichtmediziner verstehen. Und ansonsten muss man halt wirklich recherchieren. Und wir haben ja unsere Informationsdatenbanken für medizinische Literatur. Die forsten wir natürlich regelmäßig durch. Wir haben unsere Fachgesellschaften. Wir stimmen uns in der Kinder- und Jugendmedizin sehr gut ab. Jeder bringt seine Spezialität mit rein. Von daher sind wir informiert. Und ich würde vielleicht noch gerne einen Punkt sagen zu Amerika. Es gab jetzt einen super Artikel in der New York Times am Wochenende, warum jetzt Deutschland besser mit der Krise zurechtkommt als Amerika. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben eine Regierung, die von Anfang an auf Wissenschaftler gehört hat und ihr Handeln an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet hat. Und das kann man von den USA nicht sagen. Die haben von Anfang an das Ganze immer als Kampagne betrachtet, als politische Kampagne für die Wiederwahl. Und daran liegt es, dass jetzt in Amerika tausende Menschen sterben. Und das ist schlimm, dass das nicht erkannt wird, dass vor allem von vielen Amerikanern nicht erkannt wird, dass sie eigentlich von ihren Führern auf die, überspitzt gesagt, wirklich auf die Schlachtbank geführt werden, nur mit dem Ziel einer politischen Kampagne. Und man kann froh sein, dass wir hier in Deutschland eine nüchtern auf wissenschaftliche Erkenntnisse basierende Politik haben. Und zwar jetzt nicht nur von CDU und SPD, sondern wirklich eigentlich quer durch die Bank bis auf eine Partei, die ich jetzt nicht bewerben will. Das, Dieter nickt gerade, das ist ja das, was Dieter, was du auch gesagt hast, ne? Sie haben es am Anfang nicht ernst genommen. Siehst du genauso wie Dr. Schneider gerade auch, ne? Das ist genau der Fall, dass man ihnen vorgegaukelt hat, sie brauchen keinen Kummer haben. Das ist kurzfristig Sache und dieser Präsident hat da wirklich eine ganz gefährliche Arbeit geleistet. Aber die Leute merken das jetzt. Die Leute sind sehr verängstigt und sehr verärgert. Und man kann nur hoffen, dass man das in irgendeiner Form in New York aufhalten kann, Griff bekommt. In Kalifornien, glaube ich, ist es besser. Okay. Ich habe gerade eine Wortmeldung rein, Herr Schneider. Und von Ihnen, und zwar viele Grüße aus Düsseldorf von Peter Schotzig von der Charity Düsseldorf Süd. Da waren Sie damals in der Uniklinik in der Onkologie und die haben wohl eine erste Spenden, ging an Sie. Können Sie sich daran erinnern?
Oh, das ist jetzt 20 Jahre her, so ungefähr. 20. Ja, ewig, ja. Aber nach Düsseldorf habe ich echt noch viele Bande und das sage ich sogar als Kölner. Und ich habe da wirklich sehr angenehme Erinnerungen an die Zeit in Düsseldorf. Und ich muss auch sagen, auch Düsseldorf war eine Stadt, wo ganz viel in der Klinik aus der Stadt heraus unterstützt wurde. Eine tolle Elterninitiative, viele Vereine, die da auch ehrenamtlich aktiv waren. Also viele Grüße zurück nach Düsseldorf und toi, toi, toi. Ich hoffe, die Fortuna 95 spielt auch nächstes Jahr noch gegen den BVB. Geben wir gleich weiter. Yvonne, jetzt zu dir nochmal. Wir haben vorhin über deine Coach-Ausbildung im Prinzip, dass du Leute coachst in verschiedenen Bereichen. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber du bist ja, die meisten kennen dich als Schauspielerin. Kriegst du irgendwas mit, wie Schauspieler eigentlich in der jetzigen Zeit, die ja logischerweise gerade nicht drehen können, wie die abgesichert sind? Kriegst du davon irgendwas mit von deinen Ex-Kollegen? Nee, das weiß ich nicht, aber ich habe ja 3,5 Jahre bei Unter uns gedreht und als Corona diese Ausgangsbeschränkung aufkam, habe ich einen Kollegen von mir angerufen, der im Hauptcast ist, also angewhatsappt und habe gefragt, was macht ihr denn jetzt? Und er, nix. Also es dreht keiner, natürlich nicht. Ja, und ich habe dann gefragt, wie geht es denn weiter? Es muss ja irgendwas ausgestrahlt werden. Ich habe da 3,5 Jahre gedreht. Da wird jeden Tag gedreht. Die drehen in 4 Tagen, drehen die 7 Folgen. Musst du dir mal vorstellen. Und das ist über Wochen ist das platt. Da gibt es nichts mehr. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich weiß nicht, wie die das auffangen. Aber die Absicherung weiß ich nicht. Ich glaube, die Künstlersozialkasse springt da irgendwie in die Bresche oder so. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Okay. Wie ist es jetzt bei dir? Du hast jetzt wahrscheinlich viele Seminare gehabt, die jetzt wahrscheinlich verschoben werden. Werden die irgendwann nachgeholt dann? Werden die nachgeholt? Ja, das hoffe ich. Wenn die alle nachgeholt werden würden, dann wäre die zweite Hälfte des Jahres pickepacke voll. Mhm. Ich weiß es nicht, wie es jetzt weitergeht. Es wird viel auf online umgestellt werden, auf jeden Fall. Ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, an den Menschen dran zu sein. Darauf kann ich nicht verzichten und darauf können auch die Teilnehmer nicht verzichten, glaube ich. Wir können ja ehrlich über uns reden, sind ja uns hier. Genau, bei uns, genau. Hättest du im Prinzip Spaß, wenn du sagst, ich habe jetzt 10 Seminarteilnehmer, ich kann die auch coachen per Livestream, so wie wir, sagst du ja? Oder sagst du, nee, ich möchte gerne die Menschen persönlich sehen? Wenn es nicht anders geht, würde ich die auch über Livestream coachen, wenn es nicht anders geht. Aber ist schon, ich mag es, also jetzt mal den olfaktorischen Faktor mal ausgegrenzt, weil bei manchen ist es jetzt, ne, also, also riechen. Ja, ich berühre gerne Menschen, ich lache denen in die Augen, ich kriege gerne diese Vibrations mit und gebe auch meine Energie, kann ich auch da viel besser geben, wenn jemand Angst hat, auf die Bühne zu gehen zum Beispiel. Ich kann dem viel besser helfen, wenn ich an ihm dran bin. Aber es geht über online. Und dann würde ich es über online machen. Hauptsache, es bewegt sich was und ich kann was bewegen bei den Menschen. Das ist okay. Ja, und wir kennen dich jetzt ja auch schon seit 3 Jahren und wir haben dich auch wirklich als Powerfrau und als jemand, der dahin, wenn er was macht, steht er dahinter, auch so kennengelernt. Deswegen kann ich mich dir live auf der Bühne besser vorstellen. Ich sehe dich sehr gerne hier, aber ich glaube, live auf der Bühne ist noch richtig Power dahinter. Hajo. Ja. Habe ich was zum Rumhüpfen? Hier habe ich nur begrenzt. Achso, das wollte ich euch noch zeigen, mal ganz kurz. Ne? Wer noch dabei ist von den Facebook, dann wisst ihr, was meine, also wir wissen ja, Business Dress Jogginghose, das ist ja klar. Also wenn hier jetzt alle aufstehen würden, dann würden wir Sachen sehen, die wir vielleicht nicht sehen würden, Boxershorts, Jogginghose, aber ich zeige euch mal was. Darf ich, Christian, darf ich zeigen, was ich da? Ja, mach. Ein Emoji. Ein Ärmel. Das musst du sagen. Emoji. Warte, ich zeig nochmal. Also ja, am Fuß, ja? Sei mal ein bisschen gelenkiger, du musst gelenkiger sein. Ja. Ein Kacke-Emoji. Ja, zwei. Ich hab zwei. Guck mal. Pass auf, Yvonne, wir machen eins. Das war jetzt nicht abgesprochen, was ich jetzt mache. Aber du bist ja spontan. Es kann Gebote abgegeben werden, gleich in den Kommentaren, für diese beiden Hausschuhe. Die sind getragen, Christian. Noch besser, wer den haben möchte, das Höchstgebot, geben wir die ab für den guten Zweck für Kinderlachen. Was hältst du davon? Verstanden. Sehr gut, siehst du, geht doch. Dieter, jetzt hatten wir gerade das Thema Dr. Schneider mit der Tiertherapie, die wir ein Jahr bezahlen.
Jetzt hast du ja auf Neverland mehrere Jahre auch gelebt. Da waren ja wirklich alle möglichen Tiere. Was sind deine Erfahrungen mit Kindern? Weil der Michael immer Kinder eingeladen hat, sozial schwache Kranke, die auf Neverland sein durften. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb hat der Michael einen Zoo eingerichtet. Er hat ja mit seinen Kindern dort gelebt und hat immer wieder Kinder eingeladen. Die sind abgeholt worden mit dem Bus in Los Angeles. Immer Kinder, denen es nicht so gut ging, ob wir da waren oder nicht. Es ist immer gemacht worden. Und da war ein großer Bereich, war der Zoo. Konnten dort rumlaufen und haben all die Tiere gehabt. Die konnten die dort füttern, die konnten wirklich waren von der Schlange über Lamas, über Kamele, da war alles da, Elefanten. Und die sind nicht nur in einem gewissen Bereich gewesen, sondern die Mitarbeiter, die zuständig waren für die Tiere, die sind über die Ranch gelaufen. Da konnte es passieren, morgens, da hat man die Augen aufgemacht und da lief ein Elefant vorbei, die sind in den See baden gegangen oder so. Also das war eine ganz besondere Situation und ganz besonders interessant für die Kinder. Ich kann das nur bestätigen. Die konnten die dann rumführen, die konnten die füttern. Das war eine ganz besondere Situation. Und es war ihm ganz wichtig. Sehr schön. Sehr gut. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte mich gerne... bitte, Herr Peine. Ja, also ich wollte noch mal ganz... oder mich bedanken bei zweien. Einmal Madeleine Kanyut, die hatte sich nämlich auch in unseren Kommentaren. Herzliche Grüße nach Detroit, die war auch am, wann war sie dabei? Am Freitag? Nee, Dienstag letzter Woche auch. Dienstag letzter Woche. Da war sie auch mit dabei und liebe Grüße in die Türkei zu unserem Sportkollegen Jürgen Kalvay, der mal Dolphins betreut, ist auch Risikopatient, deswegen auch schön zu Hause bleiben, lieber Jürgen. Und jetzt weiter im Takt. Absolut. Ja, und dann auch noch danke an Tine Düsing, die kommt von Sylt, lebt aber auch hier in Gitzbühel. Die hat geschrieben Moin, dann gibt es ein Moin Moin zurück. Und ich möchte mich gerne bedanken, es hat richtig Spaß gemacht mit euch dreien, aus drei verschiedenen Bereichen etwas zu hören. Ich sage danke Yvonne, danke Dieter, danke Herr Schneider, danke Marc. Ich fand's, mir hat Spaß gemacht mit euch. Mir auch. Und ja, bleibt bitte gesund. Und auch alle Zuseher, an euch, bleibt bitte gesund. Unterstützt uns weiterhin. Wir brauchen weiterhin Unterstützung, damit, ihr habt es gerade gehört, damit wir die Kinderklinik unter anderem und ganz viele Projekte, die wir in Deutschland haben, unterstützen können. Deswegen bleiben Sie gesund. Und die nächste Folge werdet ihr sehen, Marc, am Karfreitag um wie viel Uhr mit dir? Ja, du auch wieder dabei. Ja, das werden wir vormittags machen. Genaue Uhrzeit, die kommt dann wieder, wie gehabt, über die Anteaser. Und zum Frühstücken kann man sich das dann einrichten und vielleicht so organisieren, Richtung 10:30, 11:00. Sehr schön. Und ich habe gerade eine Info bekommen für die Folge am Montag oder Dienstag. Müssen wir noch gucken, haben wir einen wirklich tollen Sänger, der hoffentlich dann auch singen wird und nicht nur Interview, sondern auch singen wird, den jeder von euch kennen wird. So, ich sage danke. Schönen Abend, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao.